Begrüßung. Ja, ja, von mir aus. Und dann muss ich gerade nochmal so gucken, was ich denn überhaupt alles machen muss. Das ist gut. Fängt an. März, LBM. So, hallo meine Lieben und willkommen zu Hunter News April-Ausgabe, dementsprechend Ausgabe Nummer 4. Wir sind mal wieder hier und wie ihr hört, ist der Ton schon wieder anders. Mal gucken, wann wir uns endlich auf eine Art und Weise einigen, wie wir es denn dann machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit einem kleinen Rückblick auf den März, weil der März war ja ziemlich spektakulär, vor allen Dingen für uns. Erste Messe und so weiter, aber ja. Ich übergebe da mal. Genau. Wie ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen habt, waren wir auf der LBM. Das war unsere erste große Messe, wo wir auch wirklich alle unsere Formate im Nachhinein jetzt präsentieren konnten. Da wären zum einen die beiden Messerundgänge, einmal zur LBM und einmal zur MCC, also zur Halle 1. Dann Messe in Zeit und die Cosplay Collection, die, glaube ich, im Moment, wo wir das jetzt gerade drehen, hochgeladen wird. Ja, sehr genau. Das heißt, die wird dann auch, wahrscheinlich bevor das Video hier oben ist, schon online sein. Definitiv. Dann gibt es bei uns auf der Facebook-Seite noch einige Fotos von der Keks, die sie dann während der LBM geschossen hat. Sind ein paar sehr coole bei auf jeden Fall. Also immer mal reingucken. Ja, und so vom Rückblick, was wir jetzt so gemacht haben, war es das eigentlich. Gefallen hat es uns, glaube ich, allen sehr gut. Auf jeden Fall. Kann man auch auf unserer Seite nachlesen. Da haben wir, also da hat der Gray einen kleinen Bericht zur MCC geschrieben und ich zur LBM an sich. Und ja, ich glaube, das war es auch eigentlich so zur LBM. Mhm. Weil alles Weitere könnt ihr euch entweder angucken, nachlesen oder was auch immer. Genau. Ja, ich mache da direkt mal weiter und das ist jetzt ein Thema, das den Taker so gar nicht betrifft, richtig, weil er war nicht mit. Ich war, wie viele von euch wissen, zusammen mit der Mary auf der Dojaku in Dortmund. Jetzt vor einer Woche ziemlich genau, also wenn man jetzt vom Drehdatum ausgeht. Und wir haben da den Gray getroffen, der ist nämlich auch extra aus Frankfurt angereist für die Dojaku mal wieder. Und es war ziemlich lustig und ich werde dazu wahrscheinlich einen kleinen Vlog machen, allerdings auf meinem Privatkanal, weil ich habe jetzt nicht gefilmt oder sowas auf der Doja. Eine Schleichwerbung am Rande, klickt meinen Privatkanal hier. Nein, Quatsch. Wie gesagt, war wieder relativ cool. Kiseki hatte einen Auftritt, die wollen wir unter anderem auch noch vor die Kamera kriegen als Showgruppe. Mal sehen, wann das dann mal funktioniert. Und ja, viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Die Doja-Kurs ist natürlich immer ein guter... eine gute Möglichkeit, uns mal zu treffen, so zumindest ein paar von uns, weil da haben wir nicht wirklich was zu tun und können uns auch unterhalten und sind da eigentlich wirklich nur aus Spaß und nicht sind auch meistens inkognito da, also ja, nicht mit knallgrünem Shirt. Nee, eher weniger. Weil das ist so mehr oder weniger noch Privatveranstaltung für uns. Ja, muss auch mal sein. Ja, ja, weiter. Ja, ja. Wo du gerade eben gesagt hast, mit Showgruppe vor die Kamera kriegen. Mhm. Also ich verrate noch nicht, wer es sein wird, aber wir haben diese Gruppe auf der LBM gesehen. Oh ja. Und die, die da waren, haben sie auch hoffentlich gesehen. Genau. Und die, die da waren, werden sich daran erinnern, dass sie sie gesehen haben, aber genau, mehr sage ich jetzt nicht. Und haben da erfahren, dass die hier bei uns aus der Nähe kommen. Also langsam würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, das waren bestimmt die. Die werden wir auch demnächst vor die Kamera kriegen. Beziehungsweise wir werden mal vorbeifahren bei denen. Ich freue mich schon sehr drauf. Was wir da genau machen, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Weiß also ich auch auf jeden nicht. Fall ein Interview. Mal gucken, was sonst noch. Genau. Mal schauen. Das kommt dann auf jeden Fall, ich glaube irgendwann im Mai oder Juni hat man ja, irgendwie so, ja, gesagt, dass wir dann da hinfahren, weil die im Moment im Umzugsstress sind. Ja, und dann kommen wir auch zu einem weiteren, was dann nicht mehr ganz so lange auf sich warten lässt. Hoffentlich. Genau. Unser erstes Tutorial war ja, oder ist ja in zwei Teile geteilt und der erste Teil ist ja schon längst online und den zweiten mussten wir leider wegen technischer Probleme verschieben, weil die Tonspur nicht so aufgenommen wurde, wie wir es wollten, beziehungsweise gar nicht. Wir hoffen, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen passiert und die dann auch
oder das Video dann auch online gehen kann, so dass ihr dann auch weiter euren Drachen zeichnen könnt bzw. kolorieren. Und am Ende von dem Video, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, gibt es auch was Cooles zu gewinnen. Genau. Und das ist noch immer bei mir zu Hause und guckt mich die ganze Zeit vorwurfsvoll an, weil es so nach dem Motto so, wann lässt du es endlich hoch? Ich will verlost werden, ich will in ein neues Zuhause. Von daher, seid gespannt, es wird auf jeden Fall cool. Der zweite Teil ist genauso cool wie der erste. Und von daher, ja, könnt ihr euch freuen. Ja, jetzt sind wir mit dem März soweit durch. Und was folgt auf den März? Der April. Und zwar ist im April wieder einiges los. Wir haben ja bereits angekündigt, beziehungsweise auch durch ein Interview vorberichterstattungsmäßig ein bisschen was zur Comic-Jade gemacht. Und das erste Wochenende im April, beziehungsweise der Freitag und der Samstag, stehen auch ganz im Zeichen der Comic-Jade. Und da freuen wir uns schon tierisch drauf. Es ist das erste Mal, dass hier in Aachen eine Convention oder was Convention-ähnliches auf jeden Fall stattfindet. Comic-Fest, ja, aber Convention ist ja eigentlich nur Messe und als Messe kann man es ja eigentlich schon bezeichnen. Von daher freuen wir uns da sehr, sehr drauf und sind mal gespannt, wie das wird. Es findet ja das erste Mal statt, von daher werden wir uns da sehr schön mit Rundgang und allem möglichen draufstürzen. Genau. Es wird wahrscheinlich keine Cosplay-Collection geben, weil Keks erstens nicht mit dabei ist und zweitens ist das eine sehr, sehr kleine Veranstaltung und das wird sich, denke ich mal, nicht unbedingt lohnen. Wenn natürlich irgendwelche super coolen Cosplays da sind, dann packen wir euch das mit in Messe, in Zeit und dann könnt ihr das da sehen. Weil es wird dann wahrscheinlich zwei Videos geben, den Messerundgang und Messe in Zeit, denke ich mal. Weil es sind auch nicht alle Hunter auf der Comic-Jade anwesend. Da sind natürlich ich und der Taker. Und zusätzlich ist dann noch der Grey da und die Mary. Wobei die meisten von denen am Freitag nicht da sind und ich die einzige Arme bin, die da am Freitag rumläuft und wahrscheinlich filmen darf und so. Aber ich denke mal, dass der Grey mich da tatkräftig unterstützt. Und bestimmt. Von daher, wenn ihr uns seht, entweder an dem Tag oder dann am anderen halt im Messer Hunter Polo. Ein paar Leute werden wohl an beiden Tagen im Polo rumlaufen, das sehen wir dann. Ja. Genau. So, und dann geht, also im April geht es eigentlich so Schlag auf Schlag. Also sind zwar eigentlich nur zwei Sachen. Aber die sind direkt hintereinander. Aber die sind direkt hintereinander. Nämlich eine Woche später ist die Yukon in Solingen. Da werden wir auch beide Tage da sein, gehe ich mal von aus. Ich habe gerade die Karte bestellt für Samstag, wäre ganz gut. Ich muss sie noch bestellen. Aber ich warte jetzt noch darauf, dass ich bei dem Gewinnspiel gewinne. Ich habe Sonntag gewonnen. Ja, ich weiß, du hast schon gewonnen. Ja. Vielleicht gewinne ich auch noch. Ich habe bei dem zweiten Gewinnspiel gar nicht mitgemacht, zwei Sonntag. Ja, brauchst du ja auch nicht. Ja, aber wäre lustig gewesen. Ich habe immer Glück bei solchen Sachen. Letztes Jahr verschenken würden, an mich zum Beispiel. Egal. Da sind auch wieder da die Cora und ich auf jeden Fall. Dann der Grey wird wieder rumlaufen. Weiß ich, ob er wieder Süßigkeiten verteilt. Wahrscheinlich. Auch wenn er ja den Candyman-Status eigentlich abgeben wollte. Eigentlich aber irgendwie, ja, aber das wird ja, glaube ich, so schnell nicht los. Nee. Dann wird auf jeden Fall die Mary dabei sein und der Soul. Das heißt, wir werden wieder eigentlich mehr oder weniger mit vollem Einsatz da sein, bis auf Keks, weil die leider und etwas weiter und weg. Andy halt, ne? Und der Andy wird leider auch nicht da sein, weil die beide was weiter weg wohnen. Genau. Dann ist das immer ein bisschen doof mit dem quer durch Deutschland fahren. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Aber spätestens auf der Dokumi sind wir dann, glaube ich, auch beide wieder mit dabei. Genau, da bin ich dann aber nicht dabei. Da bist du dann aber nicht dabei. Ja. Also wir wechseln uns, wir spielen Bäumchen, wechsel dich bei Messer Hunter. Ja. Aber es wird immer irgendeiner da sein auf jeden Fall. Also das heißt, zur Yukon wird es auch wieder zwei Videos geben auf jeden Fall. Den Messerundgang und Messe in Zeit. Cosplay Collection. Werden wir dann sehen, vielleicht. Wäre anders lustig, da mal dran zu versuchen. Oder wir lassen. Also Fotos wird es auf jeden Fall geben. Definitiv, Mary ist dabei. Ja, Mary dabei. Das heißt, da könnt ihr euch dann auf jeden Fall freuen. Genau. Ja. Werden wir in Messer-Hunter-Polos rumlaufen? Einen Tag. Einen Tag vielleicht, ja. Und den anderen lasst euch überraschen. Genau, da gibt es wird lustig. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ja. Ja! Jetzt gibt es noch eine Ankündigung zu machen. Was ganz Neues, wo wir mal wieder die Finger mit dem Spiel haben. Wir können es aber auch einfach nicht lassen. Ja, wir haben da sonst nichts zu tun. Also momentan, ich habe euch erzählt, ich war auf der Dojaku. Und das Coole an der Dojaku ist, dass man da viele Leute aus der eigenen Region trifft. Also wirklich viele, die halt hier aus der Ecke kommen. Und lustigerweise, da die Mary nicht studiert und kein Studententicket hat, muss die immer nach Gruppen suchen, mit denen sie mit dem Zug fahren kann. Und
dieses Mal haben wir halt wirklich eine Gruppe von Aachenern getroffen. 4 Leute. Und war sehr, sehr lustig. Und auf der Rückfahrt haben wir dann beschlossen, eigentlich könnte man in Aachen ja mal ein Cosplay-Treffen organisieren, weil jede vermaledeite Stadt hat ein Cosplay-Treffen, nur Aachen hat keins. Und deswegen wird Ende April am 27.04.2014 das allererste Mal ein Cosplay-Treffen stattfinden in Aachen. Der Taker ist leider nicht dabei, ja, aber ich bin dabei. Und unter anderem dabei ist auch noch Dirty Playground Cosplay, die organisieren das mit und diverse andere Menschen. Und wenn ihr aus Aachen oder der Umgebung kommt, dann kommt doch einfach vorbei. Wir machen das, wie gesagt, an einem Sonntag. Wir machen das im Stadtgarten in Aachen. Und da wird es auch noch ein Event zu geben. Da könnt ihr dann auf unsere Seite im Auge behalten. Da werden wir gut was zu posten. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr aus Aachen oder der Umgebung kommt, kommt vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir wollen, dass das ein richtig, richtig toller Tag wird. Im Stadtgarten kann man richtig toll Fotos machen. Das ist ein sehr, sehr schöner Park. Und ja, wir treffen uns einfach, um ein bisschen zusammen zu chillen und mit Leuten zu quatschen und zu entspannen. Die genauso bekloppt sind wie wir, genau. Und von daher würden wir uns freuen, wenn möglichst viele kommen. Und wer weiß, vielleicht machen wir das ja dann monatlich oder so. Das gucken wir dann mal. Je nachdem, wie das erste Treffen wird. Genau. Ja. Vielleicht bin ich dann auch mal dabei. Ja. Also wahrscheinlich bin ich dann auch mal dabei, wenn es da noch eins gibt. Ja. Wo ich jetzt mal von ausgehe. Gehe ich auch mal von aus. Ja, das war's jetzt auch schon. Wir waren wieder mal ziemlich schnell. Dafür, dass doch einiges auf unserer Liste stand. Mhm. Und wir hoffen, es hat euch gefallen, wie jedes Mal. Und wenn nicht, schreibt einfach. Genau, vielleicht kann man was verbessern. Genau, da wissen wir auch, was. Also nicht einfach so, ey, ist scheiße, sondern konstruktive Kritik. Da können wir am besten mit umgehen. Ja. Bringt uns sogar was. Kritik ist scheiße. Nein, so konstruktiv ist nicht. Ja. So, und ich würde sagen, hallo meine Lieben und zum 10. Mal willkommen auf der Endkarte zu unserer jetzigen Hunter News Folge. Die Endkarte hat sich ja mittlerweile schon relativ bei uns eingeschlichen. Ich finde, das funktioniert ganz gut, weil ihr dann immer schön seht, was es noch für andere Videos gibt. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt mal ganz kurz was dazu, was ihr heute so alles auf der Endkarte findet. Und zwar geht es hier, da, irgendwo zur letzten Hunter News Folge, zu der aus dem März, wo wir unter anderem über die LBM geredet haben und ich glaube den Gewinner ausgelost haben. Mhm. Das war auch letzten Monat. Die Mütze wird noch verschickt. Ja, morgen. Genau. Um genau zu sein. Und da ist sogar ein persönlicher Brief bei. Ja. Ja. War's wieder kreativ. Ja, genau. Dann geht's hier in der Mitte irgendwo, ich hab keine Ahnung, da, weiter mit einer Playlist, wo ihr alle Videos zur LBM findet. Also die beiden Messerundgänge, Messe Inside und die Cosplay Collection, die gerade eben fertig hochgeladen wurde. Ich habe eine Mail gekriegt. Ja. Ja. Ganz am Anfang vom Video wurde sie noch hochgeladen, jetzt ist sie hochgeladen. Mhm. Sehr schön. Mehr gibt's da nicht. In der Mitte. Nein, stimmt, in der Mitte gibt's nicht mehr. In der Mitte gibt's nicht mehr. Wir haben da links noch eins. Ja, genau. Wir haben. Also ihr müsst verzeihen, dass ich heute ein bisschen verpeilt bin. Ich habe auch 10-mal versucht, die Begrüßung auf der Endkarte aufzunehmen. Also, ne? Also, da vorne irgendwo beim Taker irgendwo da. Wahrscheinlich. Irgendwo hoffentlich. Vielleicht. Kommt ihr zum ersten Teil des Tutorials, zu dem der zweite Teil bald hochgeladen wird, hoffentlich. Und ja, da könnt ihr euch angucken, wie man einen Drachen zeichnet. Zu Gast hatten wir nämlich die liebe Fire Dragon, die das richtig toll erklärt hat. Und ja, schaut da doch auch mal vorbei. Nein, das T-Shirt von Herrn Cora kann man nicht kaufen. Die Frage kam jetzt, ich weiß nicht wie oft, das hat der Taker mir zum Geburtstag geschenkt. Und nein, zu Weihnachten. Nee. Oder? Nee, eben nicht. Stimmt, zu Weihnachten war das andere. Ja, genau. Menschenskinder. Ja. Also, das hat der Taker mir nämlich zum Geburtstag geschenkt und das verkaufe ich nicht. Ja. Kann man auch relativ schwer im Internet kaufen. Ich habe auch lange gesucht. Ja. Und deswegen habe ich das jetzt. Genau. So, das war's jetzt. Und bevor ich jetzt noch mehr Outtakes produziere, machen wir jetzt auch Schluss. Bis dann, tschüss und bis zur Comic-Jahr.